Liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Wochenende. Ja, was die Bücherwoche das letzte Mal zu spät war, ist sie heute doch sehr früh. Bei mir ist nämlich noch Freitag spät nachmittags und ich dachte mir, ja, ich drehe heute einfach mal schon das Video und ja, ich habe ein bisschen was vor und denke, dass ich da morgen früh vielleicht nicht so dazu komme. Und zudem habe ich auch jetzt das dritte Buch dieser Woche sozusagen beendet. Und es ja, käme jetzt auch nicht mehr irgendwie dazu. Ja, und damit habe ich schon verraten, es sind drei Bücher diese Woche gewesen oder geworden. Und zwar ein festes Buch und zwar von J. Fellgut, Folge deinem Herzen mit einem Hashtag. Wurde mir von der Autorin liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt und wir hatten auch einen sehr netten Dialog, ja, über, ich glaube, per E-Mail war es gewesen, es ist auch eine signierte Ausgabe und ihr findet unten in der Infobox, wann es mit der Rezension losgeht, wie auch bei den beiden anderen Büchern. Das zweite Buch war ein E-Book und zwar Love from Paris von Alexandra Potter, ein Buch, auf das ich mich auch sehr gefreut habe, denn ich habe schon einige Bücher von Alexandra Potter gelesen und das ist ihr neues, ganz aktuelles. Und als letztes Psyra von Laura Labas. Das ist der vierte Teil der Unwandelbar-Reihe. Und ja, da muss ich ja gar nicht mehr viel sagen. Band 1 bis 3 war unglaublich toll. Und da könnt ihr jetzt gespannt sein, wie ich den vierten Band fand. Aber wir beginnen natürlich ja, chronologisch. Und zwar mit Hashtag Folge deinem Herzen. Von J. Fellgut, ist erschienen Mitte Juni diesen Jahres, kostet als Taschenbuch, wie ich es auch sozusagen in Händen halte, 9,99 und als E-Book ist es für 2,99 zu bekommen, hat 224 Seiten und ja, wurde mir wie gesagt von der Autorin zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür, ich habe mich unglaublich gefreut über den tollen Austausch per E-Mail und ja, auch natürlich über die Signatur im Buch. Und das Buch hat mich vom Klappentext direkt angesprochen, auch vom Cover und ja, auch einfach der nette Kontakt, der einen, also wenn es ein bisschen persönlicher wird, einfach auch unglaublichen Spaß einfach macht und man einfach merkt, ja, das ist so die Bereicherung im Leben, die man dann einfach dank BookTube hat. Oh, jetzt wird es ein bisschen bewirkt. Ich hoffe, es tut der Sache keinen Abbruch. Ich hoffe das jetzt einfach mal. Ja, um was geht es in dem Buch? Es geht um Sarah und ja, sie lebt in den USA, möchte Tierärztin werden und verbringt all ihre freie Zeit in einem Tierheim für Hunde, kümmert sich da ein bisschen um die Erziehung, geht mit ihnen Gassi und ist gerade dabei, so ein ja, Benefiz-Cupcakes-Essen ja, im Grunde durchzuführen, zusammen mit ihrer besten Freundin Cherry, mit der sie auch zusammen in der WG wohnt. Und ja, für ihre beste Freundin tut sie so einiges. So hat sie auch an einem Gewinnspiel teilgenommen, wo man ein Date mit einem Blogger gewinnen konnte. Und Cherry wollte eigentlich ein anderes Date für, also gewinnen, beziehungsweise hat sich dann nicht getraut mitzumachen. So hat Sarah mitgemacht. Und Sarah gewinnt das Date mit Big Jake. Ja, der Name lässt schon auf einiges deuten. Und ja, sie ist davon eigentlich nicht begeistert, weil das Date ja auch nicht für sie ist, sondern eigentlich für ihre Freundin. Und so kommt sie ein bisschen in Verhandlungen mit dem Videoblogger, also dem Vlogger. Also er macht tatsächlich Videos, wie wir hier eben auf YouTube auch. Und ja, er lässt sich so ein bisschen auf einen Deal ein. Sie soll mit ihm essen gehen. Dann schaut er eben auch, dass sein Kumpel, der andere gewünschte Vlogger sozusagen auch mit ihrer Freundin dann eben ja im Grunde essen geht. Und ja, wie es so ein bisschen sein soll, sie treffen sich zu dem Date, das alles andere als unchaotisch von sich geht. Und es endet eben so weit, dass bei Big Jake sein Hund etwas zugestoßen ist. Ich glaube, er hat sich irgendwas eingetreten und Sarah mit ihren Tierarztkenntnissen da einfach helfen kann und beide ein bisschen Sympathie füreinander entwickeln. Und ja, Sarah sich wohl eingestehen muss, so schlimm sind diese Social Media vielleicht gar nicht, wie sie das so aus ihrer Jugend kennt, denn es gibt einen Grund, warum sie absolut gegen Facebook, YouTube, Instagram ist und den erfahren wir natürlich in diesem Buch, verrate ich aber natürlich nicht. Und ja, das ist so grobe Geschichte. Wir lernen im Grunde beide sehr gut kennen, auch aus unterschiedlichen Perspektiven, sowohl die von Jake wie auch die von Sarah. Und das Schöne ist, dass diese Perspektiven nicht einfach nur Dialoge beinhalten oder die Erzählung, wie beide das erlebt haben, sondern eben auch den aktiven Austausch, den sie miteinander via SMS haben. Und das finde ich einfach immer unglaublich spannend. Ich mag solche Bücher, wo das in so Chatformen, E-Mail-Formen einfach auftaucht.
wo man nur das erfährt, was einen die anderen sozusagen dann eben wissen lassen in dieser Geschichte. Und das hat diese Geschichte auch für mich zu etwas ganz Besonderem gemacht. Denn es war lebendig, es war spritzig, es war modern, es war schnelllebig. Und einfach diese ganze Konstellation dieser Charaktere, die aufeinander getroffen sind in Form von Sarah und Jake, also die gar keinen Social Media mag, zu dem, der im Grunde seinen Lebensunterhalt mit Vlogs und anderen Social Media verdient. Diese Welten, wenn aufeinander prallen, dann war das einfach so realistisch. Also man kennt das ja aus unserer Welt eben auch einfach, wenn man selbst YouTuber ist, egal ob man jetzt groß erfolgreich ist oder eben, sag's mal, vielleicht im normalen Bereich ist, wie wo ich mich jetzt hinzählen würde. Und wenn man dann eben auf Leute trifft, die damit gar nichts anfangen können, diese gleiche Skepsis spüren wir eben bei Sarah und eben Jake, der damit eben sein Geld verdient und wie er das tut und diese Vorurteile, ich fand das einfach toll. Es war so total nah an der Realität. Es hat unglaublichen Spaß gemacht, eben noch mehr Hintergründe über Jake und auch Sarah zu erfahren. Und ich mochte auch den Tieraspekt, den es in der Geschichte gab. Also gerade mit den Hunden, den Bezügen dazu, wie nah beiden sozusagen den Tieren stehen. Natürlich den eigenen Tieren, wie in Jakes Fall, oder eben auch Sarah, die eben fremden Tieren aus dem Tierheim helfen möchte. Und wie das so funktioniert, dass eben auch Liebe, Freundschaft, auch eben einfach über Tiere und Tierliebe funktionieren kann. Und dass das eben auch so ein bisschen die beiden, im Grunde auch ins Gespräch gebracht hat. Das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Und ich mochte beide unglaublich gerne. Ich mochte Sarah, sie war locker und lustig und hatte natürlich ihre Vorurteile gegenüber Social Media, was man auch, wenn man die Gründe weiß, natürlich verstehen kann. Aber sie hat das eben auch einfach dann mal so zugelassen und da hat man wieder gespürt, ja, das ist einfach unsere Zeit. Das ist eben auch so ein Moment Zeitgeist und eben auch Jake, der uns in die Welt von Vlogging, von YouTube sozusagen einweiht und uns da mitnimmt und begeistern kann. Und ach, ich fand das einfach toll. Mich hat die Geschichte rundum begeistert. Es hat mich dann auch so gefesselt, dass ich stand 50 Seiten vor dem Ende, das abends nicht mehr aus der Hand legen konnte, obwohl ich eigentlich schon lange schlafen sollte und ich es weiterlesen musste. Und ich muss sagen, sowas habe ich tatsächlich schon häufiger, aber in diesem Genre eher selten. Und es ist eben, ja, im Grunde schon eine Liebesgeschichte, eine moderne und lustige und frische und das hat mich total gewundert. Also es ging mir so und ich stelle jetzt tatsächlich diesen Vergleich her, wie bei Colleen Hoover. Das ist ja auch ein sehr untypisches Genre für mich. Man packt mich ja eher mit Fantasy und mit Thriller, damit kriegt man mich immer, mit Dystopien. Da kann ich tatsächlich sagen, ich gehe abends nicht ins Bett, bevor ich zu Ende gelesen habe. Aber dass mich ein Liebesroman oder ein Gefühlsroman irgendwie so packt, habe ich sonst bei Colleen Hoover. Vielleicht immer mal noch bei Cecilia Ahern, die tendiert auch so dahin, geht aber tatsächlich hier in eine andere Richtung. Aber es war von den Gefühlen eben einfach was zu lachen, es war manchmal sehr traurig, es war so, ach, beschwingtes Schwärmen, manchmal so, ach, so ein Idiot. Und man hatte alles dabei und es war eben tatsächlich so ein bisschen Hoover, es war ein bisschen Popescu und ein bisschen Cecilia Ahern, würde ich jetzt sagen. Und ich wage tatsächlich einfach hier den Vergleich, weil es genau mich so begeistert hat und ich es unglaublich toll fand. Und ich einfach denke, wer eben die benannten Autorinnen mag, wird eben auch Hashtag Folge deinem Herzen mögen, weil ich das toll fand. Es ist wirklich, ich denke, mit einem Monatshighlight auf jeden Fall und hat mich so total überrascht, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass mich das so packt und fesselt und begeistert. Und dementsprechend war es eben so ein großartiges Bücherkino, zu Herzen gehendes Buch. Und ich bin total happy, dass ich es lesen durfte. Und ich freue mich, die Autorin, dass sie mich im Grunde entdeckt hat, mich zu einem Herzensbuch gebracht hat. Und ich natürlich jetzt gucken werde, was ich von der lieben Autorin als nächstes lesen werde. Und ich bin mega gespannt, ob mich andere Bücher von ihr auch so begeistern können. Und da knautscht meine Katze im Hintergrund. Simba, komm, ich bin doch hier. Ja, er sucht einen manchmal. Ist halt schon ein bisschen älterer Herr, aber Entschuldigung. Ja, ein ganz, ganz tolles Buch und man sollte sich nicht vom vielleicht für manche kitschigen Cover irgendwie ablenken lassen. Ich finde es eigentlich schön. Also mir gefällt das Cover und ich bin total hin und weg. Ich kann es gar nicht anders sagen und bin total happy, dass ich es gelesen habe. So, ich hoffe, es wird jetzt nicht zu schattig. Oh, ich hasse dieses Wetter, wenn es sich jetzt auch noch so zuzieht. Und ist die Kamera jetzt natürlich gleich von den Lichtverhältnissen. Ja, aber es glaube ich, es funktioniert. Das nächste ist eben E-Book. Von daher, da ist es dann nicht so tragisch, dass man das Cover nicht ganz so deutlich sieht, weil das wird ja eingeblendet und ist ja auf jeden Fall scharf und klar und deutlich. Und ich muss es ja nicht sein. Da ist alles
gut. Oh, man merkt, es ist Freitagnachmittag. Ne? Ich bin total daneben. Aber das trägt hoffentlich zur Unterhaltung bei. Ja, das nächste Buch ging so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und zwar Love from Paris von Alexandra Potter. Hat den Untertitel Die Stadt der Liebe verzaubert Herzen. Erscheint jetzt am 18. Juli im Goldmann Verlag, wurde mir von diesem zur Verfügung gestellt. Kostet als Taschenbuch 9,99 €, als E-Book 8,99 € und hat 480 Seiten. Ist, glaube ich, mein viertes oder fünftes Buch von Alexandra Potter. Die es auch immer wieder eigentlich geschafft hat, mich zu begeistern, ist für mich auch so ein Frühlings-Sommer-Autorin. Die Bücher zumindest auch von ihr, die mich immer so ein bisschen verzaubern, mitnehmen, begeistern. Und das kann ich vorwegnehmen, auch dieses Buch hat mich sehr, sehr begeistert. Ja, wir haben hier Ruby, die eine Fernbeziehung mit dem Amerikaner Jake führt. Sie selbst ist Engländerin. Und er ist so dreist und eigentlich möchte er bei ihr den Geburtstag verbringen und sie wollen in ein Wellness-Hotel fahren und er versetzt sie, als sie schon am Flug zur Hafen stand oder steht und auf ihn wartet. Und es gibt natürlich ganz schön Knatsch zwischen den beiden und Ruby hat so die Schnauze voll, dass sie zu ihrer Freundin Harriet... Mal überlegen. Harriet nach Paris reist. Harriet lebt da schon länger. Sie waren früher unglaublich gute Freundinnen. Es hat sich natürlich durch die Entfernung so ein bisschen entfernt und beide wollen jetzt einfach so ein paar Tage miteinander in Paris verbringen und Harriet möchte da im Grunde auch Ruby mitnehmen. Und ja, sie packt auch ihren Hund mit ein, den ich total niedlich fand. Und ja, ist das perfekte Accessoire in Paris, wie wir durch dieses Buch erfahren. Und Harriet wird mit einem Fall betraut. Sie ist irgendwie Kunstschätzerin und auch, hat auch irgendwas mit Auktionen zu tun. Und sie soll in einer verschlossenen Wohnung, die jetzt 70 Jahre, glaube ich, unbewohnt war, die Gegenstände schätzen, weil die Erben unbedingt wissen wollen, was da noch so zum Herausholen ist. Und sie nimmt Ruby einfach mit, gibt sie jetzt ihre Assistentin auf. Und sie treffen da auf Xavier, ja, wie auch immer man das im Französisch ausspricht. Der ist der Anwalt sozusagen der Erben. Und diese Wohnung war eben 70 Jahre verschlossen. Und da ist natürlich so ein bisschen etwas Geheimnisvolles dahinter. Und noch geheimnisvoller sind die Briefe, die Ruby in der Wohnung findet. Denn die sind alle von einem gewissen H unterschrieben. Und gehen auch alle an die gleiche Frau, nämlich an die Frau, die in dieser Wohnung scheinbar gewohnt hat. Und wir erfahren, was da so in den 1930er Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg so passiert ist. Welche Konventionen es gab. Es ist so ein bisschen wie eine Zeitreise in die End-30er, Anfang 40er Jahre, also auch vor dem Krieg. Man erfährt auch ein bisschen was aus dem Krieg und warum die Wohnung jetzt auch so lange unbewohnt war. Und da tun sich natürlich viele Fragen auf, ein Rätsel auf, was es mit diesen zwei Personen in Aufsicht hat. Und man spürt dann eben auch innerhalb der Geschichte die Liebe zu den Büchern. Und mein Schatz, das sind so viele Katzen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich überlege, wo war ich? Bei den Liebe zu den Büchern innerhalb der Geschichte. Denn eben der ominöse H scheint eben auch irgendwie Autor gewesen zu sein. Und so haben wir nicht nur das Liebesleben von Ruby, das irgendwie in Scherben liegt, sondern eben auch eine Liebesgeschichte, die viele Jahre zurückliegt und uns ein bisschen verzaubert. Und was es eben mit diesem Paar auf sich hat, das erfahren wir dann eben in der Geschichte. Und ja, mich hat diese Geschichte verzaubert. Nicht unbedingt die Gegenwart, also nicht gerade Ruby und die Liebesgeschichte zu Jake, die ja dann eher so eine Streitgeschichte wurde, sondern tatsächlich die Briefe aus der Vergangenheit, die ich unglaublich schön fand, die total romantisch waren und altmodisch waren und voller Liebe gesteckt haben. Und wir lesen ja nur den einen Teil, also die Briefe von H an unsere ominöse sozusagen Wohnungsbesitzerin. Und das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Es war wirklich wie Eintauchen in eine alte Sprache, wie wenn man eben durch ein Stück Zeit gereist wäre und eben erfährt, wie es in den 1930er Jahren zugegangen ist, was der Krieg auch so ein bisschen ausgelöst hat. Es gibt keine Kriegsgeschichte oder Ähnliches, sondern eben einfach nur, wovor die Menschen Angst hatten und warum sie manchmal taten, was sie taten, gerade in der Liebe, weil sie eben dachten, da kommt ein Krieg und wer weiß, was mit uns passiert. Und ich fand es wunderschön. Ich mochte, wenn man das so als Kern der Geschichte nimmt, mochte ich eben auch einfach das Drumherum gesponne. Ich mochte Ruby unglaublich gerne. Ich mochte ihren Charme, ihren Witz, ihre teilweise Selbstironie, auch wie sie die Sache so mit Jake sieht, mit ihrer besten Freundin, wie sie Paris erlebt. Wir sind da natürlich nicht nur in einer Zeitreise, sondern reisen auch nach Paris. Und
das ganze, diese ganze Atmosphäre, dieses ganze Setting hat mich unglaublich eingefangen, gepackt und man hatte das Gefühl, man ist da einfach vor Ort, man läuft durch den Louvre, man sieht sich die Abendshow vom Eiffelturm an, man geht die Champs-Élysées entlang, das hat man alles so gespürt, wenn die miteinander essen waren, Harriet und Ruby, wie es dazu gegangen ist, ich fand es großartig beschrieben, also der Stil war unglaublich echt, unglaublich gefühlvoll und lebendig und einfach auch so vom Zeitgeschehen einfach so passend. Und es hat unglaublich viel Atmosphäre geschaffen. Also man hat sich wirklich in diese Zeit dann auch, wenn es in die Briefe gegangen ist, zurückversetzt gefühlt. Und eben auch in der Gegenwart, man war einfach in Paris und das hat Alexandra Potter unglaublich gut geschafft und das hat mich wirklich mitgerissen und eben auch, was da in der Vergangenheit passiert sein muss, was da vorgegangen ist, wer sind diese zwei Menschen, von denen wir die Briefe lesen, das hat unglaublichen Spaß gemacht, es zu entdecken und es hat mich einfach begeistert, es hat mich mitgerissen, es hat unglaublich viel Flair hinterlassen und man wollte einfach weiterlesen und die Seiten sind einfach so geflogen und man hatte gar nicht das Gefühl, dass man über 400 Seiten tatsächlich, ja, also 480 Seiten, fast 500 Seiten gelesen hatte und mit einem Mal war die Geschichte zu Ende, man denkt sich, schon vorbei und ich habe auch zwei wunderschöne Zitate herausgesucht, die mir unglaublich gefallen haben, also das eine ist eher so eine Frage und zwar, aber was ist Liebe, wenn nicht Zauberei und ach, das fand ich so schön und dann eben etwas zu dieser Buchliebe. Bücher sind nicht zum Behalten da. Sie sind da, um gelesen zu werden. Geschichten sind kein Besitz. Sie sind dazu gedacht, von einem Menschen zum anderen weitergegeben zu werden. Und ich fand das unglaublich passend. Es hat in diese Geschichte gepasst. Und ich dachte mir tatsächlich auch, Mensch, warum hast du all diese Bücher in deinem Regal, wo du vielleicht weißt, dass du nur manche nochmal lesen wirst und nicht alle. Und es hat so viel Bezug einfach zu mir gehabt, weil es da eben auch so um die Liebe zu Büchern, zu Geschichten, zu alten Geschichten ging und wie man sie eben jetzt vielleicht sieht mit anderen Augen. Und ich dachte wirklich, Mensch, wenn ich mich so umgucke in meinem Bücherregal, ich habe da jetzt ein Katzenhaar, entschuldigt, dann frage ich mich auch, Mensch, eigentlich schade drum, so viele Bücher einzusperren in ein Bücherregal und sie werden nicht mehr gelesen. Und ich fand das einfach so, das hat mich so zum Nachdenken gebracht und hat mich wieder so angeregt, über Dinge nachzudenken. Und das ist einfach so schön. Also das Buch von Alexandra Potter fand ich unglaublich toll. Es hat mir unglaublich gut gefallen. Und beide Bücher auch so, ja, fast zeitgleich, also zum Teil eben auch parallel zu lesen, hat mir einfach unglaublichen Spaß gemacht. Und ja, das ist so ein Genre, was bei mir eigentlich, glaube ich, wirklich nur im Sommer funktioniert, auch wenn der auf sich warten lässt. Herbst, Winter bin ich nicht so gefühlsduselig. Deswegen muss ich die tatsächlich so jetzt in der Zeit lesen. Und ich fand es einfach schön. Es hat einfach gepasst. Es hat mir unglaublich das Herz erwärmt. Und beide Bücher auch so hintereinander, miteinander, hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Also ich hatte da wirklich viel Lesespaß, viel Lesefreude und war da wirklich im Bann von diesen beiden Geschichten, die unterschiedlich sind, aber dennoch eben das gewisse Etwas, den gewissen Funken hatten, nicht zu kitschig sind und mich einfach begeistert haben und ja, mir einfach gefallen haben. Und bevor es mit dem dritten Buch weitergeht, werde ich gleich mal eine kurze Pause machen und vielleicht mal das Licht ein bisschen heller einstellen. Zur Sonne sagen, sie soll jetzt... Das dritte Buch der Woche ist dann ein Buch ganz anderer Art. Es ist dann tatsächlich eher Urban Fantasy mit ganz viel toller Kreativität. Und zwar, es geht um Psyra von Laura Labers. Es ist der vierte Teil der Unwandelbar-Reihe. Und wer jetzt die letzten Bücherwochen, ich denke, glaube ich, so seit Mai gesehen hat, der hat schon immer mal was von der Geschichte gehört. Und jetzt war eben die Woche der vierte Band dran. Und ich will auf jeden Fall jetzt nächste Woche oder übernächste Woche auf jeden Fall noch in diesem Monat den fünften und abschließenden Band dann zu Ende lesen. Ja, erschienen ist der vierte Band im August 2015, hat 322 Seiten, kostet als Taschenbuch 12,99 und ist als E-Book für 2,99 erhältlich. Zur Grundgeschichte, das erste Buch Pharos erzählt im Grunde die Geschichte der Pharos. Das sind eben Menschen, die ihre Seele in Tiere geben können und dann eben sich die Seelen verbinden können und dann eben dieser Pharos mit diesen
Tieren sozusagen einfach umherlaufen kann. Also wie, das sind eben Gestaltwandler, aber nicht im klassischen Sinne, wie man es kennt, sondern eben haben einen Hauch Besonderes. Und wir erleben hier die Geschichte von Raina, einem jungen Mädchen, die eben schon immer weiß, dass sie irgendwie Kontakt zu Tieren aufnehmen kann, mit diesen dann eben auch umhergehen kann. Gerade Katzen nutzt sie da bevorzugt. Und als ihre Freundin Felicity erfährt, dass sie eine Hydra ist, das ist eben wieder eine andere Form der Pharos, aber gehört in diese Welt, da möchte ich nicht so viel verraten. Ja, merkt sie, okay, sie ist da scheinbar auch eine Pharos. Und dann kommt eben diese ganze Geschichte um Raina sozusagen ins Laufen. Und gerade im ersten Teil passiert unglaublich viel. Wir tauchen in diese Welt, der Unwandelbar, der Gestaltwandler, der Pharos, der Hydra. Jetzt eben im dritten Teil der Psyra sozusagen ein und haben eine geballte neue Welt, die uns komplett neu eintauchen lässt. Und die uns einfach mitnimmt, die mich ab dem ersten Band mitgerissen hat. Ich fand den ersten Band okay, es war so das Gefühl von, ja, ich bin neugierig, wie geht es weiter? Hatte aber teilweise eben auch einfach so seine Schwächen, gerade Raina, die Protagonistin, ist für mich eine große Schwäche, denn mit der wurde ich bisher nicht so recht warm. Ich mag aber eben auch einfach diese Nebencharaktere, ich mag die Großeltern von Raina, ich mag ihre Freundin Felicity, ich mag Lace, der... ja, als Gestaltwandler so ein bisschen die böse Rolle mehr oder weniger übernimmt. Ich mag Caden, auch ein Pharos, zu dem sich Raina hingezogen fühlt. Ich mag so diese ganze Welt drumherum, die Charaktere drumherum. Ich mag, wie die Welt von Laura Labers aufgebaut ist, wie auch Wendungen passieren. Also da passieren Dinge, die einen zum Weinen bringen, die einem sprachlos davor sitzen lassen mit Dingen, die man nie gerechnet hätte. Und es ist so auch gefühlt eben einfach keiner sicher in dieser Geschichte, denn so mancher Charakter, den man vielleicht mehr oder weniger ins Herz geschlossen hat, musste schon das Zeitliche segnen und da sitzt du immer davor und denkst, oh, unglaublich. Ja. Und Band 2 und 3 haben mich dann tatsächlich extremst begeistert und mitgenommen und ich wollte einfach weiterlesen. Und innerhalb der Leserunde von Lovely Books wurden den Lesern eben auch alle 5 Bände sozusagen zur Verfügung gestellt und ich habe jetzt auch den 5. eben auch schon direkt da und deswegen kann es da dann auch relativ zeitnah auch damit weitergehen. Und der 4. Teil fängt im Grunde genau da an, wo auch der 3. aufhört, denn der hat mit einem ganz bösen Cliffhanger geendet. Und der 4. Band nimmt uns direkt in der Geschichte weiter mit und das Besondere so ein bisschen im 4. Band ist für mich die Entwicklung der Charaktere, besonders die von Raina, die ich ja, wie gesagt, jetzt nicht so gut finde. Ja, ich kann mit vielen ihrer Gedankengänge und Entscheidungen einfach nichts anfangen, aber es liegt auch daran, dass sie eben einfach ein bisschen jünger ist wie ich und halt sehr jugendlich agiert. Und man spürt hier einfach, dass sie geprägt ist von den Dingen, die in den anderen Teilen passiert sind, sowohl körperlich wie geistig und dass sie härter wird. Sie wird aber natürlich auch dadurch ein bisschen kälter und sie spürt einfach, dass sich da in ihr was verändert, dass sich in ihrer Welt etwas verändert und dass sie da einfach jetzt ein Teil davon ist und sie spürt, dass eben die Dinge auch etwas mit ihr gemacht haben und dass sie dadurch eben wieder Dinge tut, von denen sie nicht geahnt hat, dass sie das tut. Und diese Entwicklung fand ich unglaublich gelungen innerhalb der Geschichte. Also was aus Raina vom ersten Teil bis jetzt so wurde, wird einem natürlich klar, weil man jetzt durch die Bände auch hintereinander wegliest und man spürt das einfach. Also ich merke wirklich, wie auch Raina mir langsam so ein bisschen mehr ans Herz geht, wie ich sie auch manchmal unglaublich... ja, am liebsten mal in den Arm nehmen möchte, wo ich denke, Mensch Mädel, du hast so viel jetzt schon mitgemacht und es passiert immer noch was und es kommt noch was und man hat im 4. Teil wirklich das Gefühl, es gibt keine Seite, auf der nichts passiert. Es wird im Mittelteil mal ein bisschen ruhiger, da gehen wir auf die Reise nach Südeuropa, so Jugoslawien herunter, also oder was eben mal Jugoslawien war und sind dann da eben einfach so ein bisschen wie... ich würde sagen, wie so ein kleiner Roadtrip innerhalb der Geschichte und wir lernen eben auch einfach andere Pharos und Gestalten aus dieser Welt kennen. Ich möchte jetzt nicht so viel verraten, ohne zu spoilern. Und das hat einfach Spaß gemacht, wie Raina sich da so ein bisschen geöffnet hat, auf andere Menschen eingegangen ist, da unterwegs war, sie hat da jemanden gesucht und wie sich diese Suche so zeigt. Und das hat einfach Spaß gemacht, das war ein bisschen langsamer, man konnte ihrem Charakter ein bisschen besser folgen und so dieser Wechsel von hochspannend über atemrauben förmlich Dinge, die passieren, Menschen, die sterben, Menschen, die in Gefangenschaft sind, zu hin eben, wir machen so eine kleine Reise und wir genießen einfach den Moment und das war unglaublich toll gemacht und dann ging wieder der Berg hoch und unglaublich spannend und ja, ich sitze dann tatsächlich mit offenem Mund vor dem Buch und denke mir, oh, das hat sie nicht geschrieben und oh, das kann jetzt nicht passieren und man ist da wirklich sprachlos und ich, ja, finde den 4. Band bisher wirklich den stärksten Band mit, nach wie vor ist Raina für mich die Schwäche,
Ich kann es gar nicht anders sagen. Es tut mir echt leid. Ich habe es wahrscheinlich einfach nicht mit jungen Frauen. So ging es mir jetzt auch letztens mit Gläsernes Schwert. Was soll ich machen? Ich hoffe jetzt, dass es im fünften Teil tatsächlich noch aufwertiger geht. Und ich fand auch, es entwickelt sich so ein bisschen eine Liebesgeschichte in der Geschichte. Und ich finde das toll, wie die reingekommen ist. Es war nicht überstürzt, es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Man spürt, Liebe braucht manchmal eben auch Zeit. Und das ist eben nicht einfach von, hallo, du bist es und schwupps, wir sind alle im siebten Himmel. So funktioniert Liebe halt im echten Leben meistens nicht. So schläft mir der Fuß ein. Ja, es funktioniert, das dauert auch nicht, geht auch nicht, schwupps, wieder weg. Und ich fand das toll und es war nicht zu kitschig, es war echt, es hat sich reell angefühlt. Und man versteht dann eben auch die Zweifel, die aufkommen in dem Mädchen und was sie da denkt, was sie da fühlt, was in ihr vorgeht. Und das fand ich toll. Und das hat Laura Labers in einem ganz, ganz tollen Stil geschafft zu erzählen. Und das hat mir einfach unglaublichen Spaß gemacht. Und ich war wirklich total angetan jetzt vom vierten Teil. Ich habe den so auch im Nu weggelesen gehabt und war eigentlich schon direkt versucht, mit dem fünften Band weiterzumachen. Dachte aber, nein, Steffi, jetzt liest du mal noch was anderes zwischendurch. Und ich freue mich aber unglaublich auf den fünften Band und ja, mich hat der vierte Teil wieder gepackt, gefesselt, mitgenommen und bis auf Reyna und auch so etwas, was sie tut, ohne jetzt so viel zu spoilern, was ich ein bisschen unlogisch fand, war das wirklich eine tolle Geschichte und ich kann die Reihe wirklich nur jedem empfehlen, der eben so auf Urban Fantasy steht, der spannend mag, der so Geschichten einfach toll findet, wo eben so ein bisschen magische Wesen irgendwie auftauchen, diese Gestaltwandler, ja magisch ist vielleicht das falsche Wort, aber eben einfach so Fantasy-reich und es ist eine unglaublich kreative Welt und eine ganz, ganz tolle Geschichte mit eben diesen Wendungen und das macht auch diese Geschichte so besonders, die man einfach nicht sieht, die man nicht erahnt und es geht sehr vielen in der Lesenrunde so, weil man sich da natürlich wunderbar austauschen kann und dass dann eben alle so sprachlos auch vor diesen Szenen sitzen und man denkt, oh Gott sei Dank, ich war nicht die Einzige, die es nicht hat kommen sehen und das waren jetzt die drei Bücher der Woche. Und neben Büchern habe ich auch mit einer Serie begonnen, die mich infiziert hat. Ja, Smash. Die erste Staffel ist ja eine Empfehlung von Phil. Ich packe seinen Kanal natürlich mal in die Infobox. Der hat das in seinem Video, ich glaube 5 Serien hat er da vorgestellt, die er unterschätzt findet. Und auch das Video packe ich einfach mal in die Infobox, wenn ihr es noch nicht kennt. Und er hat das Smash empfohlen und ich habe bei meiner letzten Rebuy-Bestellung ja dann die erste Staffel mitbestellt. Einfach, weil ich auf die 30 Euro kommen wollte und dachte, Mensch Phil, jetzt empfehle mir mal, ist es die Serie, soll ich die bestellen? Und er, ja, mach das. Und ich bin infiziert. Ich finde die unglaublich toll. In der Serie geht es im Grunde um ein Musical rund um Marilyn Monroe. Und wir erleben nicht nur die scheinbaren Darsteller des Musicals, sondern eben auch die drumherum, den Texter, die Texte schreibt, der die Musik macht, den Regisseur. Und natürlich so allerhand Nebengeschichten. Und ich fand das toll. Ich mag unglaublich gerne die Musik. Es ist eben eine Mischung aus Popsongs, die wir alle kennen, die hier so ein bisschen in Musicalform interpretiert werden, die eben einfach zu manchen Szenen passt. Also die Darsteller singen eben nicht nur innerhalb des Musicals, sondern verarbeiten eben auch Dinge rundherum mit Musik. Erinnert so ein bisschen an Mamma Mia vielleicht. Ja, nur so ganz grob. Es ist bis jetzt noch kein Upper-Song drin vorgekommen. Und dann haben wir eben auch die Musical-Songs, die eben speziell für das Musical geschrieben werden, die wir dann eben auf der Bühne sehen. Und es gibt ja zu beiden den Soundtrack. Man findet sowohl den Serien-Soundtrack, der eben auch diese Pop-Songs beinhaltet, wie dann eben auch den Soundtrack für das Musical. Und Phil hat mir auch verraten, es gibt auf YouTube wohl sogar das Konzert, dieses Musical wurde eben als Konzert aufgeführt. Und da gibt es eben auch einen Mitschnitt irgendwie auf YouTube. Und ich bin total neugierig. Ich spoilere mich jetzt natürlich nicht, weil ich bin ja mit Staffel 1 noch nicht fertig. Ich bin aber fast fertig. Ich denke mal am Wochenende, vielleicht Montag, werde ich dann auf jeden Fall fertig sein. Ich bin total hin und weg. Ich bin total begeistert. Ich mag die Schauspieler, ich mag die Synchronisation, also ich höre es mir auf Deutsch an. Ich mag die Musik, ich mag, wie das so dargestellt wird, wie so ein bisschen Intrigen, so ein bisschen Liebe, so ein bisschen Zweifel und ich finde das toll. Mir macht das unglaublichen Spaß, ich bin total drin und hätte gar nicht erwartet, dass mir die Serie wahrscheinlich so gut gefällt. Es ist natürlich manchmal ein bisschen sehr Klischee. Es ist manchmal auch so ein bisschen, wo man denkt, musste das jetzt sein? Aber ich finde es toll und mir macht es Spaß. Also
lange hat mich keine, ich sag mal so, beschwingte Serie mehr begeistert. Ich meine, an Game of Thrones ist natürlich ein ganz anderes Kaliber, auch eine ganz andere Richtung. Aber so eine leichte, beschwingte, mit viel Musikserie, glaube ich, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, geschweige denn, konnte mich noch nie fesseln. Also ich bin kein Fan zum Beispiel von Glee. Schlagen mich jetzt wahrscheinlich die Glee-Fans, aber die finde ich toll und kann ich absolut nur empfehlen, macht mir unglaublichen Spaß. Und wie ihr seht, ich hatte eine wirklich tolle Woche mit Serien und Büchern, die mich begeistert haben, die mich gefreut haben und auch zum Teil eben auch einfach mit Menschen, die mich erfreuen, wie zum Beispiel Phil, der mir die Serie empfohlen hat. Und da kommen wir direkt nach der Begeisterung für das Video von Phil. Und auch vielen Dank für den Tipp natürlich, Phil, und dass du mich damit angesteckt hast. Möchte ich heute nochmal so ein bisschen Share the Love betreiben und einen Kanal verlinken von der lieben Denise, die wieder auf BookTube unterwegs ist. Sie hat bereits, glaube ich, im letzten Jahr schon mal angefangen und wir kennen uns eigentlich über einen ganz lustigen Zufall. Und zwar war sie eigentlich mal, oder ist immer noch, natürlich Denise, du bist immer noch eine Zuschauerin von mir, aber mittlerweile natürlich auch noch viel mehr. Und zwar habe ich eine Rebuy-Bestellung, also 2014 sozusagen gemacht, im Herbst, Winter, und habe mir einen Film mit Cary Grant bei Rebuy bestellt. Jede Frau braucht einen Engel, ein totaler Weihnachtsklassiker für mich, den ich liebe und den ich lange, lange, lange auf meinem Kaufalarm bei Rebuy hatte. Und mit einem Mal, wups, war der Film da. Und ich habe das in meinem Rebuy-Unpacking gezeigt und Denise hat drunter geschrieben, was für ein merkwürdiger Zufall, du hältst bestimmt meine DVD in Händen, die ich vor kurzem aussortiert habe und bei Rebuy verkauft habe. Und sie sich dann noch geärgert hat, dass sie es mir nicht direkt schenken, verkaufen oder so konnte, weil sie hat natürlich gesagt, ich weiß, was du bezahlt hast, ich weiß, was ich bekommen habe. Und wir dann so in Kontakt geblieben sind, wir erst über Facebook uns ausgetauscht haben, dann natürlich auch Nummern getauscht haben, uns dann das erste Mal live kennengelernt haben auf der Leipziger Buchmesse letztes Jahr. Und dort dann auch direkt spontan gemeinsam nach der Messe essen gegangen sind und wir einfach noch so ein paar schöne Stunden gemeinsam hatten und wir einfach gemerkt haben, wir verstehen uns so, weil wir sind auf einer Wellenlänge und wir dann eben auch nach der Leipziger Buchmesse auch telefonischen Kontakt und sonstiges hatten und uns da immer regelmäßig beieinander gemeldet haben und ich ja dann letztes Jahr auch bei ihr in Berlin ein paar Tage verbracht habe, wo ich ihr heute noch so dankbar bin, dass ich diese schönen Tage mit ihr verbringen durfte, dass sie sich die Zeit genommen hat, wir so wunderbare Stunden hatten, wir ein ganz tolles Konzert gesehen haben, wir wunderbar Shopping und Sightseeing gemacht haben und ich einfach ganz, ganz tolle Tage in Berlin hatte und wir nach wie vor einfach sehr freundschaftlichen Kontakt haben und ich hoffe, dass wir uns dieses Jahr auf jeden Fall auch nochmal sehen, spätestens auf der Frankfurter Buchmesse, denn sie ist mittlerweile umgezogen und da bietet sich dann Frankfurt einfach also leider nicht mehr Berlin, aber ja, ist Frankfurt nicht weit von ihr weg. Und sie hat jetzt wieder angefangen mit BookTube und ich mag es, wie sie über Bücher spricht. Sie hat so eine ganz besondere Sicht auf die Dinge und wer sie noch nicht kennt, ich packe ihren Kanal einfach mal in die Infobox, schaut mal bei ihr vorbei. Es ist wirklich so eine Herzensangelegenheit von mir, einfach liebe Menschen, die ich hier einfach über BookTube kennengelernt habe und zu schätzen gelernt habe und die einfach mein Leben bereichern, denen im Grunde auch einfach was Gutes tun möchte. Nicht nur, dass ich liebevoll natürlich über Freunde einfach spreche, sondern eben auch einfach sage, hey, wenn ihr auf der Suche seid nach einem tollen BookTuber, dann guckt einfach mal bei der lieben Denise vorbei. Ihr werdet bestimmt auch einfach begeistert von ihr sein. Und ich freue mich so, dass sie wieder Videos macht, dass sie wieder unter den BookTubern ist und sozusagen meine Abo-Liste jetzt auch wieder bereichert. Und ich muss natürlich noch ein bisschen nachholen, Kommentare, aber ja, wenn man mit dem Handy guckt, ist Kommentare immer gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist ein Problem von vielen von uns, dass wir gucken und so stiller Zuschauer sind, aber eigentlich wollen wir uns ja austauschen und ich glaube, das war es soweit auch von meiner Woche. Apropos noch mal eine Woche. Ich hatte am Sonntag tatsächlich recht mit der EM, dass Portugal gewinnt. Und ja, das muss ich jetzt nochmal sagen. Ich habe mich so gefreut für Cristiano Ronaldo und seine Mannschaft. Und ich habe tatsächlich mittendrin geweint, als sie Ronaldo herausgetragen haben. Ja, ich weiß, viele werden ihn nicht mögen. Und viele werden denken, Steffi, hast du einen Knall? Den hat Steffi wahrscheinlich tatsächlich, ja. Ne? Den hat ein Frauchen auf jeden Fall, nicht nur einen Knall. Aber ich finde den unglaublich sympathisch. Und ja, er ist vielleicht ein bisschen eingebildet. Weiß ich nicht, empfinde ich persönlich nicht so.
ich habe es ihm absolut gegönnt. Und ich war von Anfang an für Portugal. Wir haben hier so eine Familienwette am Laufen gehabt und haben in einem Umschlag auf drei Briefchen geschrieben, wer wird Europameister, und auf meinem stand Portugal. Und ich habe mich am Sonntagabend so gefreut mit Portugal, dass sie das geschafft haben, auch wenn sie nicht so die beste Mannschaft wahrscheinlich der Meisterschaft waren, aber dass das einfach so, manchmal muss eben im Leben, muss man auch einfach Glück haben. Ich habe mich unglaublich gefreut für Ronaldo und seine Mannschaft und es hat einfach Spaß gemacht, ja. Auch wenn natürlich ich gerne, wenn ich schon nicht recht habe, dann gegen Deutschland verloren hätte, aber ja, Frankreich, ich weiß nicht, da fand ich jetzt Portugal tatsächlich ein bisschen so Underdog-mäßiger. Hat mir auf jeden Fall gefallen, das wollte ich jetzt noch kurz erzählen, weil mich das echt am Sonntag auch noch so ein bisschen gefreut und begeistert hat. Ja, ansonsten, ja, war das so meine Woche. Ich würde mich natürlich über Kommentare freuen, was ihr vielleicht diese Woche ein bisschen gelesen habt oder ob ihr Booktuber-Tipps habt, wo ihr sagt, hey, das ist ein neuer Booktuber, ich habe den entdeckt, Steffi, der ist oder die ist vielleicht was für dich. Dann natürlich auch gerne in die Kommentare oder ob ihr Denise oder zum Beispiel Phil vielleicht auch schon kennt oder jetzt erst aufmerksam darauf wurdet, könnt ihr mir natürlich gerne mal erzählen. Und vielleicht kennt ihr auch schon die Bücher, die ich gelesen habe. Einfach mal alles in die Kommentare, was ihr wollt, dass wir so ein bisschen in den Dialog treten und ich nicht meinen Monolog mit der Kamera sozusagen halte. Jetzt kommt natürlich die Sonne raus und ich sehe wahrscheinlich total überbelichtet aus. Deswegen ist jetzt der beste Zeitpunkt, euch ins Wochenende zu schicken, euch ein schönes Wochenende zu wünschen, hoffentlich mit viel Sonne und einfach mit viel Zeit, die ihr verbringen könnt mit Dingen, die ihr wollt. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal schön in den Freitagabend starten, wünsche euch, wie gesagt, eine tolle Zeit, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.